Mädels, ich versuche euch mal das zu erklären, wie das mit den Shoulder Duckouts funktioniert. Und zwar möchte ich euch einmal zeigen, wie man mit einem Arm rausgeht. Das Ganze auch mit einer Drehung. So wie mit einer Schulter und wieder rein. Mit einer Schulter, einer Drehung und wieder rein. Voraussetzung dafür ist, dass man das Shoulder fließend beherrscht. Hier in dem Video drehe ich links rum und erkläre somit alles links rum. Wer rechts rum hupt, der muss das halt dann spiegeln. Ich spiele den Reifen an meiner Schulter und sobald ich den hier spüre, wie er um meine linke Schulter rumwandert, an dieser Position, wie ihr seht, habe ich ganz viel Zeit und ganz viel Space, um meinen Arm rauszunehmen. Demonstriere das mal. Zack. Jetzt. 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 Und in dem Moment, wo ich den Arm rausnehme, ducke ich mich nach links runter. Dadurch liegt der Hub hier vorne an, macht eine Rotation um die Schulter rum und dann ducke ich mich aus dieser Position wieder rein ins Shoulder-Hooping. Und zwar Arm raus, ihr könnt noch ein paar Mal spielen, bis der Reifen gut anliegt und nicht mehr so runterkippt. Und wenn der Reifen in dieser Position ist, ducke ich mich rein. Ihr seht, hier im Reifen ist ganz viel Platz, um sich reinzuducken. Dann rotiert er einmal hier rum und dann gehe ich wieder hoch. Arm raus, runter. Diese Position vom Reifen. Kopf rein, Kopf raus. Hier, rotiert einmal, Kopf rein. Rotiert einmal, Kopf rein. Ihr könnt auch Kopf rausstecken, euch drehen, so lange mitdrehen mit dem Schwung vom Reifen, bis ihr wieder ready seid, den Kopf hochzunehmen. Und da ist der Hub auch wieder in dieser Position, wo das Loch groß genug ist. Und das gleiche gilt für die Shoulder Dock aus ohne Arm. Da ist der Reifen auch wieder an dieser Position, kann ich den Kopf runternehmen, raus, jetzt ist er weggehüpft, und zwar so. Ich beuge meinen Körper so runter, dadurch hat der Reifen Platz, kann hier einmal um die Schulter rumrotieren, bis ich wieder hochgehe und den weiterspielen kann. Nochmal, zack. Und ducken, wieder hoch. Ducken und wieder hoch. Im Drehen ist es ducken, mitgehen, wieder hoch. Ducken, mitgehen, wieder hoch. Ducken, mitgehen, wieder hoch. Das Ganze nochmal mit dem Arm. Arm hoch, Kopf runter und wieder hoch. Ihr müsst euch merken, immer wenn der Reifen um eure linke Schulter rum rotiert, wenn ihr ihn hier spürt, müsst ihr euch schon bereit machen zum Ducken. Ich spüre ihn hier und ducke mich sofort runter. Zack. Es bedarf ein bisschen Übung. Es hilft unheimlich, finde ich, wenn man sich mitdreht und das erstmal mit dem Arm nach oben probiert. Weil wenn es dann nicht klappt, könnt ihr Folgendes machen. Und zwar so, wenn er euch dann runterrutscht, dann habt ihr ihn hier am Arm, streckt den Arm nach oben, dann kann der Reifen nicht weg, dreht euch so lange, bis ihr wieder im Hub drin seid. Ihr könnt auch vom Hals anfangen, was ich nicht so angenehm finde,
indem ihr die linke Schulter hebt, dann seid ihr im Shoulder-Hooping, den linken Arm rausnimmt, runterduckt. Zack. Wichtig ist halt, wie gesagt, diese Position und ihr euch so runterduckt und Timing ist bei dem Trick auch ganz wichtig. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen und wünsche euch viel Spaß mit dem Trick und viel Sonnenschein. Tschüss! Bye.